Ahoi, ahoi, es ist DAX-Time. Wir haben den 9. Juni. Es ist 17.41 Uhr. Der DAX hat gerade eben geschlossen. Ich muss direkt mal schauen, wo der Schlusskurs war. Der DAX hat eben gerade geschlossen bei 15.581,14. So, das ist die Mittwochsausgabe. Bisschen aggressiver. Und ich wurde gebeten, nochmal auf diesen Trend hier hinzuweisen. Der ist vom 2.11. Ja, ich bin nicht so ein Freund von diesen vertikalen Trends. Ja, das mache ich bei Flaggen oder sowas. Da mache ich das mal. Ich bevorzuge die horizontalen, aber es ist Geschmackssache. Der hier hat nur zwei Berührungspunkte, also so wie ich ihn ziehe. Ich finde den jetzt nicht besonders. Ich werde da nicht unbedingt drauf achten. Ich nehme den zur Kenntnis, aber ich werde nicht darauf achten. Was mir heute missfällt, ist die Geschichte hier. Wir gehen über die Stochastik, bekommen wir jetzt ein leichtes Verkaufssignal. Auch das MACD. Moderne Sichtweise wird negativ und die traditionelle, die fängt gerade auch an, so ein bisschen zu kibbeln. Ja, wir haben uns nochmal hier gerettet. Wir sind fast auf die 20-Tage-Linie aufgesetzt. Die ist bei 15.482 und das Tief war heute 15.505 auf Xetra. Das hat jetzt hier nochmal gehalten. Aber ich werde es gleich in den kürzeren Zeiteinheiten sagen. Mir ist da heute was aufgefallen, das hatten wir jetzt auch schon mal ein paar Tage nicht mehr. Also vom Tag her, muss ich sagen, wird er langsam weich. Aber ich habe noch keine großartigen Verkaufssignale. Auf 4-Stunden-Sicht vom Chart her ist dieser Punkt hier meines Erachtens auch recht wichtig. Es ist die Verbindung aus dem 200er gleitenden Durchschnitt. Nochmal, wir sind hier in 4 Stunden, also eine Kerze 4 Stunden. Und diesem Chartpunkt hier. Natürlich gibt es darüber hinaus noch den hier. Das war auch ein sehr guter Hammer, eine extreme Gegenbewegung. Also es war ganz heftig. Der ist bei 15.469. Den gibt es auch noch. Aber mir gefällt diese Verbindung aus dem 200er gleitenden Durchschnitt und diesem Chartpunkt hier doch deutlich besser. Jetzt sind wir heute in der vorletzten Stundung der Kerze sind wir unter dem Band gewesen, haben uns aber mit dem Schlusskurs wieder reingerettet. Von da ist nichts passiert. Die gleitenden Durchschnitte drehen ein bisschen nach unten. 10er geht durch 20, das ist von der Trendfolge her leicht negativ. Wir sind noch negativ im MACD und hier gibt es zwar eine kleine Stabilisierung, allerdings ohne vertrauenswürdiges Kaufsignal. Muss ich also auch ein bisschen aufpassen, ist noch nicht ganz sauber. Und wir sind halt schon in der Nähe des unteren Bandes und haben es einmal kurz gebrochen. Also mag ich auch nicht so, die 4 Stunden. Jetzt kommt auf Stundensicht, machen wir das so hin, ups, so hin. Hier ist also der eben angesprochene 15.350er, da werde ich also auch den Schein suchen, den ich mache. Die Bänder sind stärker aufgegangen, auf Stundensicht darf man da durchaus schon mal drauf schauen. Und jetzt hat das obere, hat die Biege gemacht. Das heißt, dass der Bewegung entgegengesetzt ist runtergekommen. Was mir allerdings auffällt, ist, wir hatten bei den letzten Abwärtsbewegungen hier immer ganz schnelle, heftige Aufwärtsbewegungen. Hier auch runter, zack, nach oben. Und das vermisse ich heute. Das ist das erste Mal, dass er das nicht macht. Wir haben am Freitag nächste Woche großen Verfalltermin. Ich weiß es nicht. Ich gucke nicht auf das Open Interest. Mich interessiert das gar nicht so sehr, weil bei dem Open Interest an der Eurex wird immer vergessen, dass es wahnsinnig viele OTC-Geschäfte gibt. Deswegen, ich nehme das nicht so ernst, gucke da nicht so drauf. Aber ich muss halt schon sagen, ja, vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen hoch hier auf die 15.630 ungefähr, wo jetzt der 20er gleitende Durchschnitt liegt auf Stundenbasis. Aber ein Long, ich tue mich damit schwer auf diesem Niveau. Muss ich nach wie vor sagen, ich bin noch nicht wirklich richtig short. Das habe ich in verschiedenen Einzelwerten gemacht. Auch heute war die Rotation schön zu sehen. Alles, was Lufthansa, Fraport, Amadeus, dann kam die TUI dazu. Das war halt mal positiv. Dafür haben die Banken mal ein bisschen nachgegeben. Auch mal die VW mal wieder. Das war gestern Morgen schon zu sehen, dass die auf einmal ein bisschen Druck bekamen. Also die Rotation ist im vollen Gange. Und ich bin sehr gespannt, wen es da als Nächsten trifft. Aber ich muss, um auf den DAX zurückzukommen, ja, ich gebe ihm jetzt nochmal hier die kleine Bewegung hoch, sodass sich hier die Stunde weiter nach oben aufbaut. Allerdings sehe ich nicht viel mehr als den 20er gleitenden Durchschnitt für die nächsten 2 Tage. Ich werde ein bisschen skeptischer hier. Ach so, Scheine. Also, ich habe einen Schein ausgesucht, da muss ich hier den Chart ein bisschen rollen. Und zwar ist das dieser hier, 15.266.
Da sind wir unter dieser Unterstützung, die ich ja im 4-Stunden-Bereich angesprochen hatte. Da sind wir also leicht drunter. Die ist bei 15.350 und meine Basis ist hier 15.266. Das ist ein unlimitierter Schein mit der Kennnummer GH6FEP. Den nehme ich aber nur dann rein, wenn wir endlich mal über die 15.730 drüber gehen und schließen. Mir fehlt hier oben noch so ein Abschluss, so ein i-Tüpfelchen. Irgendwie nochmal so eine 15.750, 780, aber den Gefallen tut er mir nicht. Wenn ich jetzt hier mal auf Short gehe, die werden mir jetzt, also muss ich den Hebel ein bisschen runternehmen. Eben war der Hebel 50, den nehme ich jetzt hier mal runter auf 33. Damit kann ich leben. 16.056er sind wir also, ich hole das alles mal hier ein bisschen runter, da sind wir also hier drüber. Ich sehe die 16.000 nicht in diesem Anlauf oder in dieser letzten Bewegung. Also 16.056, das ist ein 33er Hebel und dieser Schein hat die Kennnummer GF9TRF. Und den bin ich bereit zu nehmen, wenn wir unter die 15.500 gehen und schließen. Dann kann ich natürlich auch hier ein bisschen näher rangehen, aber das ist so aggressiv, das will ich jetzt hier als Moment mal nicht mal nennen. Also ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.